zu den Leuten, die die Aufnahme jetzt auch sehen. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir überhaupt für eine Mission hier haben. Hier, wir sind gerade an der Mission. Eine Falle für Thorstein, Teil von Zorn des Druiden. Kapitel 2. Eva muss Thorstein aufspüren und ihm Barit zur Rechtsprechung bringen. Sprich mit Siegfried. Ja, wir sind in Irland. Das habe ich jetzt wieder im Kopf. Düflin, in Düflin, Düflin, Müflin. Das düftet schön hier in Müflin, Güflin. So, dann gehen wir mal da hin, gucken wir mal, ob wir den jetzt rankriegen. Hoppa. Ah, herrlich. So, da ist er doch. Sprechen. Morgen, Siegfried. Eva, die Nacht war hart. Ich habe zu viel getrunken und nun versuche ich, meinen Bauch zum Schweigen zu bringen. Deinem Bauch kann ich nicht helfen. Aber kannst du mir erzählen, was du über diesen Thorstein weißt? Ah, Vater hat dir wohl erzählt, dass ich mich ihm mal anschließen wollte. Er ist ein echter Wikinger. Wie du. Nur lauter. Du durftest nicht mitmachen? Nur lauter. Ich war zu jung und schlaksig. Amar wollte mir noch nicht mal zeigen, wo sein Versteck ist. Erzähl mir von dieser Amar. Sie mag Bier so sehr wie Kätzchen Milch. Sie verbringt ihre Zeit beschwipst am Hafen und macht sich dort an die Leute ran. Ich spreche mit ihr. Vielleicht bereut Thorstein es noch, dich nicht in seine Bande gelassen zu haben. Hör mal, wenn du schlau bist, legst du dich nicht mit Amar an. Sie ist eine wilde Kämpferin. Da kennt sie mich noch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Eine Falle für Thorstein. Oh, hier gibt es ja echt noch viel zu machen, so, aber... Die muss ja irgendwo hier sein, oder? Also die muss hier drinnen sein wahrscheinlich. Okay, wir gehen einfach mal rüber und gucken. Die muss ja irgendwo hier sein. So, dann gehen wir mal hier runter. Döp, 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 döp. Zu der Hütte hier. Da ist sie doch. Wie lässt sich ihr Ale schmecken? Das ist Amar. So, quatschen wir mal mit Amar. Was trinkst du denn da, Dränger? Das stärkste Ale der Amar. Stadt. Ich mag starke Dinge, also hast du meine Aufmerksamkeit. Was tust du hier, Schätzchen? Ich bin auf der Suche nach gutem Trunk und Gesellschaft. Da hat es dich in die richtige Schenke verschlagen. Ausgezeichnetes Ale und noch bessere Unterhaltung. Das Ale führt zu Gesprächen und die führen zu... Wer weiß? Finden wir es heraus. Oh nee, jetzt machen wir Wettbewerb, okay. Ah. Ich bin kein guter Trinker, liebe Leute. Also, ich werde es versuchen, aber es ist immer schwer. Nein. Ganz schön konzentrieren, liebe Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, jetzt, ah, nein. Ich habe keine Chance. Das ist... Na warte, so, eins, zwei. Nee. Jetzt. Ach, der hat gewonnen. War mir doch voll klar. Ich habe bis jetzt keins von denen gewinnen können. Nicht ein einziger. Nur weiter, ich habe noch Durst. Hör lieber auf, Schätzchen, bevor du hier alles vollkotzt. Du bist eine anziehende Frau. Wie verbringst du deine Tage? Vielleicht hast du von Thorstein gehört? Ich bin eine seiner engsten Freundinnen. Ich hörte tatsächlich von ihm. Beeindruckend, dass er dir vertraut. Er ist wie ein Bruder für mich. Ein nicht gerade heller Bruder.
Er hat mir einen Schlüssel zu seinem Geheimversteck anvertraut. Dein Geheimversteck? Das würde ich nur zu gern sehen. Im Bereich Dubgalbalje? Tut mir leid, Thorstein würde nicht aufhören zu schmollen. Vielleicht möchtest du aber für ein Mal bleiben? Ich bliebe lieber für etwas anderes. Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was das ist. Aber erst einmal, mir geht es nicht so gut. Ich bewege mich besser etwas. Okay. Ich sollte mich vermummen. Ich muss dir diesen Schlüssel abnehmen. Wenn ich vorsichtig bin, dann gehe ich an den Kampf. Ich soll dir jetzt den Schlüssel abnehmen. Ich bin total dicht. Oh je. Ich bin mal gespannt, wie der das machen will. Ich kann ja so nah rangehen, bis... Die merkt nichts und dann zack, nehme ich ihr den Schlüssel weg. Hey! Ich hau dich immer frei! Oh, das war gut geblockt. Drei gegen gleich drei Stück ist gar nicht so einfach. So. Okay, den haben wir. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal trinken, ne? Schlüssel habe ich schon mal. Amar, ist zu vertrauensselig. Dein Schlüssel ist mein. Jetzt muss ich nur noch Thorsteins Versteck finden. Jetzt haben wir den. Warte. Und. Ich frag mich, wer die ganze Zeit damit Pfeilen auf uns schießt. Jetzt aber. Und jetzt. Na gut, komm. Okay, den haben wir erledigt. Vielleicht war es nicht der beste Weg, aber das ist halt mal jetzt passiert und fertig. Na komm her. Ach, der hat mich jetzt natürlich. Jetzt haben wir den. Ach nee. Ach, der war aber natürlich hier, du, ne? Der war eine Hausnummer, doch. Gut, der ist erledigt. Und jetzt ist die Frage, wo Hilf mag mir. Denn das sein? So in der Richtung. Das Haus da, ich kenne das doch. Ich habe doch schon das ganze Gebiet abgeräumt. Jetzt gehen wir mal rüber. Sieht aus wie ein Schiff. So, jetzt habe ich mich auf meinen eigenen Mikro abgelehnt. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Na, das würde ich auch nicht machen. Ne? Ein bisschen hier rüber. Und zack, hier rüber. Und darunter, jawohl. Oh, warte mal hier. Das Versteck, von dem Amar sprach. Siehste, da waren wir nämlich das letzte Mal gewesen, haben wir das ganze Lager. Eine Fackel, ist ziemlich dunkel. Oh, da war irgendwas, warte mal. Speere. Sind überall Wachen. Richtige Beute wie
fleischige Fotze ist Amar. Wer kann das schon wissen? Du kennst sie doch. Wenn sie jetzt schon ill säuft, ist es schlimmer geworden. Sollen wir nach vorsehen? Sie bringt mich zur Weißglut. Sie kommt schon noch. Sie kommt noch. Ah, das sind vier Stück immer. Na, hör mal dort den. Eines hier. Wir können den ja mal rufen. Wir können den nicht rufen. Warum das denn? Finde Torschein und nehme ihn gefangen. Ja, würde ich ja gerne. Dafür müsste ich aber erstmal. Ich glaube, hier aus dem Wasser heraus. Wieso kann ich nicht pfeifen? Hä? Na gut, okay, warte mal, der bewegt sich jetzt da drüben. Der setzt sich jetzt dahin. Dann gehen wir mal darüber. Leider kann ich nicht pfeifen. So, der eine ist weg. Läuft da hinten rüber. Der hat da Ratten auf seinem Podest. Wie soll ich den jetzt festnehmen? Das ist doch die Frage hier. Warte mal. Wie nehme ich den fest am besten? Ohne, dass er mich bemerkt. Kommt der jetzt hier rüber? Oh ja. Den haben wir. Können wir auch im Wasser ablegen. Ist auch dann schon mal weg. Nur noch der eine da. Müssen wir den nur schnappen können, ne? Lebendig. Okay. Jetzt ein Bosskampf wieder. Eieiei. So, jetzt haben wir den. Wir können ihn fesseln. Wer? Wie hast du es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Ivar schon angelegt hast, war ein Fehler. Ja. Oh, Götter, ja. Willst du mich töten? Mein Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Ochsenscheiße. Wenn du nordische Ehre im Leib hättest, wärst du wie ich und würdest diese stinkenden Gottfresser von der Insel jagen. Der König Düflins sollte sich um seinesgleichen kümmern, nicht den Säuen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. So. Brief von Ketik Flache, Thorstein. Wenn du es müde bist, den Tempel in deinen geliebten Irland zu geben, komm auf die Folge. Sei still. Ich werde dem Kriegerboot und ein paar Acker Land zum Heim geben. Du kannst nach Begehr deines schwarzen Herzens die Südrier plündern. Okay. Wir bringen ihn erstmal weg jetzt, komm. Bringt alles nix. Schneller laufen. So.
Der muss erstmal. Diesen Wachen entgeht nichts. Es gibt ja gar keine Wachen mehr. Ich habe alle erledigt. Okay, wir müssen nur gucken, dass wir hier rauskommen. Meinst du, wir können das machen? Nee, das geht leider nicht. Aber hier ist die Türe nach draußen. Yes. Genau. Ablegen. Und auf. Nee, nee, leg den noch da ab. Aufsteigen, genau. So, komm. Wir bringen den mal nach vorne. Zu seinem Herren. So geht es auf jeden Fall schneller. Okay. Ab in die Richtung. Wir waren immer noch nicht auf dem Turm da oben. Das müssen wir noch machen. Das machen wir auch noch. Aber erst bringen wir den zum Langschiff rüber. Also zum, zum Palast da oben, besser gesagt. So. Königshalle, genau. In die Königshalle. Ah, ist ja gut. Du darfst da leider nicht mit rein, Ferdi. Obwohl du mich... Natürlich darfst du da rein. So, komm. Back up. Absteigen. Nein, du sollst absteigen. Warum willst du nicht absteigen? Das gibt's doch nicht manchmal, doch. Da tragen, genau. Jetzt haben wir den richtigen. So. Ist mit einer Hand, hat er den einfach vom Pferd runtergezogen. Er hat so eine Muskulatur. So, hier ist er. Ich habe ihn mitgebracht. Abfall erwartet dein Urteil, König Baröd. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Baröd. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düfflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein! Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Ein widervolle Hinrichtung, eine würdevolle Hinrichtung, ein brutaler Tod. Ein grausames Schauspiel. Drei Optionen haben wir, eine würdevolle Hinrichtung. Alle sollen sehen, dass du ein gerechter, entschlossener König bist. Dies ruft nach einer würdevollen Hinrichtung. Wohlgesprochen, Eivor. Die waren ich will keine Leben. Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert. Düfflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Knie nieder und zeige deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düfflin. Vater! Warum wählst du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil, dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er okay. ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorsteins Freiheit ein Königreich wert. Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düfflins Häfen die Stärke Irlands ist. Mhm. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne, ein Gewürz, einen Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düfflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Isar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen.
Düflin. Düflin, Müflin.